Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 21. Es ist Tag 2, 14 Uhr. Ich bin auf dem Weg zu meiner zweiten Quest. Und meine größten Probleme sind Hunger und Durst. Ich bin jetzt nicht mehr ganz am Verhungern, aber fast. Und ich hoffe sehr... Oh, und deswegen kriegt das Hühnchen da hinten große Priorität. Zwei Hühnchen! Und meine Ausdauer ist so gering, keins von beiden erwischen werde. Doch! Und ich habe noch nicht mal ein Knochenmesser. Hilft nix. Zwei Knochen. Vier. Fünf. Gut, jetzt kann ich eins machen. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das zweite vom Acker gemacht. Hunger ist wirklich ein großes Problem. Ich war schon komplett am Verhungern das letzte Mal. Ah, da hinten. Dabei war ich gerade so zielstrebig auf dem Weg zu meiner Quest, aber irgendwie der Hunger treibt mich an. Da ist ein Zombie und das Hühnchen ist weg. Verflixt. Ah, daneben den Zombie. Mir fehlt nicht mehr viel bis zum nächsten Level. Und jeder Punkt tut mir natürlich gut. Aber jetzt, ich bin sehr hungrig und ich habe auch überhaupt nichts mehr zu essen. Ich habe nur noch was zu trinken, aber ich habe einen Kochtopf gekauft, was bedeutet, ich werde relativ sicher bei dieser Quest einen finden. Aber es soll mir egal sein. Und dieses POI habe ich tatsächlich auch schon gesehen, denn ich bin hier ganz in der Nähe gespawnt und bin einmal durchgerannt, auch wenn das etwas zu viel des Guten war. Aber vielleicht kommen wir dann ein bisschen schneller durch, hoffe ich einfach mal. Ich habe jetzt schon ein bisschen Zeug in der Tasche. Mach mir mal ein paar Pfeile. Wie viel habe ich denn insgesamt? Zwei. Ah, ja, okay. Ja, das lohnt sich doch. Sortiere ein bisschen um. So für den Überblick. Pfeile, okay. Gut, kochen kann ich dann halt erst später. Aber jetzt erstmal die Quest. Ich habe das letzte Mal diese Steine mitgenommen. Das mache ich vielleicht heute auch gleich mal. Ich glaube, das lohnt sich. Oh je, so hungrig. Ja, Hunger und Durst, ganz schwierig. Aber immerhin bin ich knapp dem Tod entronnen. Das war ein bisschen knapp das letzte Mal. Ich hatte gleich einen Feral. Ich habe meine Unterkunft vielleicht ein bisschen unglücklich ausgewählt, aber ich hatte keine Totenköpfe gesehen. Weiß nicht, welchen Schwierigkeitsgrad das Häuschen hatte. Aber es war ziemlich groß. Mal gucken. Jetzt wohne ich da und es ist, so ist es jetzt eben. Okay, kaputt. So, jetzt habe ich reichlich Steine, was vor allem gut ist, wenn ich die dazu passenden Federn finde, um mir dann Pfeile zu machen. Hier sehe ich schon mal was. Also ich weiß, dass es hier lang geht. Man könnte natürlich auch einfach anders gehen, aber warum nicht? Gut, dass ich jetzt eine Handvoll Pfeile habe. So, Vorsicht. Ich sehe ihn schon da hinten. Und natürlich komme ich nicht an den Kopf ran. So, letztes Mal hat sich bewährt, sich nicht gleich in den Tod zu stürzen. Es geht doch nichts über einen vorsichtigen Spielstil. So. Und da sehe ich schon den nächsten Arm wackeln. Vielleicht klappt das nochmal. Sehr gut. Und Level Up. Drei Punkte. Oh, und ein Helm. Moment. Den setze ich doch mal auf. Die Kappe ist auf jeden Fall schlechter. Und die Punkte vergebe ich, glaube ich, gleich mal. Dann habe ich im Zweifel was davon. Ich habe bereits einen in Chefkoch. Das heißt, ich will eher in Stärke. Moment, da brauche ich Level 3. Mir scheint, es regnet schon wieder. Oder Revolverheld. Ach, ich habe ja gar keine Pistole. Oder Bogenschießen. Nee, ich mache jetzt mal... Wie sieht's denn hier aus? Ich könnte fortgeschrittener Ingenieur... Nee, besser verhandeln. Ja, das ist schon mal gut.
Weil ich muss auf jeden Fall mehr mit der Händlerin machen. Die hat alles, was ich brauche. Und Kur, nee, ich brauche auf jeden Fall im Moment aus dem Schatten, wäre noch interessant. Schleiche schneller. Nee, ich gehe mal auf. Ich brauche den Knüppel. Das ist das, was eigentlich wichtig ist. Was ist hier vorne noch? Wirkliche Sammler. Nee, ich bleib mal bei Stärke. Halt. Ah, ich habe gar keinen Punkt mehr. Ha. Das war's schon. Hieß es nicht gerade 3 Punkte? Naja. Dann sammle ich das mal wieder ein. Und schau mal, was hier noch zu holen ist. Das sieht alles sehr morsch aus. Uchs. Aber ich glaube, da drüben ist eh nichts mehr. Da hinten, das habe ich schon eingesammelt. Das geht direkt nach unten weiter. Und wieso ist es da unten so finster? Sehe ich da schon Zombies? Nee. Okay. Okay, hier ist nichts. Die sind alle da hinten, wo ich sie nicht sehen kann. Dann ganz langsam weiter. Ja, ich bin so hungrig, ich weiß. Könnte natürlich auch erst kochen, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt sind wir schon hier drin. Ich mache hier mal zu. Ich glaube, hier sind gar keine Zombies. Diesem hinteren Teil. Okay, das brauche ich eigentlich nicht. Ich sammle Plastik für meinen ersten Tausammler, auch wenn ich noch nicht annähernd genug Geld habe, um mir einen Wasserfilter zu kaufen. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Okay. Ich schätze, wenn das was wert ist, werde ich es verkaufen. Das Drahtwerkzeug 42. Hm. Immerhin habe ich schon eine ganze Ecke Plastik. Was ist das? Da hinten werden mir schon Zombies angezeigt. Und hier ist nichts mehr. Die ist verschlossen. 1000. Wieso hat denn diese Tür 1000? Also das letzte Mal war das hier ganz schön anstrengend. Genau. Ja, ich dachte mir schon, dass ihr alle aufwacht. Sehr schön, das läuft gar nicht mal schlecht. Wer tobt? Okay, wie auch immer es ist, hat sich befreit, vermutlich aus einem Schrank. Wo bist du denn herge... Ah, du bist... Okay. Schön auf Nummer sicher. Komm hierher. Lass ein paar Pfeile in dich rein. Hacken. Oh. Wettern und Hüpfen ist hoffentlich nicht deins. Die hält ziemlich viel aus, deswegen gehe ich erstmal ein bisschen mit Pfeilen. Ja, das ist natürlich ungünstig. Komm hierher. Mein Problem ist meine Ausdauer. Jawoll. Ah, okay. Gut. Ah, man hätte zumachen können. Wie cool ist das denn? Wow. Sehr coole Tür. Okay. Das war's garantiert noch nicht.
Bank. Die war wohl irgendwo da oben untergebracht, okay. Noch ein Käppi. Ich hoffe sehr, in dieser Küche gibt es irgendwas zu essen. Ich gucke mal kurz, was ich anhabe. Vielleicht, nee, die brauche ich auf jeden Fall nicht. Die sind aber ein bisschen was wert. Das Papier nehme ich nicht mit. Blei, ja, theoretisch kann man das alles verkaufen, aber. Tja. Okay. Das könnte doch. Ja, sehr schön. Noch ein Home Cooking Weekly. Und die Birnen esse ich natürlich gleich. Schau hier noch kurz rein. So, oh, ein Schraubenschlüssel. Wunderbar. Papier kann hier bleiben. Nägel nehme ich mit. Blei habe ich eh schon in der Tasche. Gammelfleisch lasse ich erstmal da, weil ich will zwar Felder bauen, aber gut, das ist essbar. Das muss mit. Okay, jetzt kommt der eigentlich spannende Teil. Ich mache hier mal kurz zu. Das für Holz ein. Halt. Die zerlege ich. Lass ein bisschen Licht rein. Und repariere kurz meinen Bogen. So, die Keule geht noch. 29 Pfeile habe ich noch. Ja. Mein lauter Magen verrät mich. Ich weiß, sobald ich unten bin, holen mich die Zombies. Aber, oh, hier ist was. Da komme ich so dran. So, nur für den Fall, dass noch ein zweiter kommt. Irks. Boah, das mit dem Abfallen von Köpfen und Gliedmaßen finde ich übel. Okay. Mal gucken, wie viel hier sonst noch. Da hinten kommt sicherlich noch was, denke ich. Ja, wobei es. Ah, genau, einen sehe ich noch. Das war's. Der letzte Zombie. Und endlich kann ich mich an das Essen ranmachen. Noch ein Home Cooking Weekly. Gegrilltes Fleisch und Rotativ freigeschaltet. Jetzt brauche ich nur noch einen Grill. Ravioli-Soße. 15 Nahrung und 7 Gesundheit. Benutzen. Okay, Chrysanthemen. Meinetwegen. Oh, das wird jetzt schwierig mittragen. Ich sortiere gleich nochmal aus. Katzenfutter. Ich esse auch. Katzenfutter. Dann habe ich hier Schlagabwehrmod. Wo kann ich das denn reinstecken? Für. Okay, Fallschaden. Immer gut. Passt das in die Schuhe? Nee. Vielleicht in den Helm? Nee. Ja, sonst habe ich noch nicht viel. Okay, das muss ich mitnehmen. Ich habe noch nicht die nötige Rüstung, wo ich das reinpacken könnte, offensichtlich. Die ist leer. Das sieht nach Essen aus. Sehr gut. Sehr viel besser durchgekommen als letztes Mal. Aber ich sehe gerade, es ist schon 19 Uhr. Ich muss mich ranhalten. Nochmal ein Magazin. Und noch was zu essen. Okay, das bringt mich essensmäßig tatsächlich um einiges nach vorn. Okay, hier ist noch. Plastik habe ich eh schon, das will ich erstmal nicht. Ich glaube, ich werde nicht alles zerlegen, was es hier gibt. Ich habe, glaube ich, einfach nicht genug Zeit. Aber damit ich 100 Plastik schon mal hätte, das wäre gut. Oh, der Safe. Oh, eine Hose. Tragen natürlich. Die hier will ich, glaube ich, verscherbeln. Tja, habe ich Lockpicks? Drei. Dann versuche ich doch mal mein Glück.
Denn zum Aufhacken habe ich auf jeden Fall nicht genug Zeit. Ich muss noch 440 Meter laufen und dann ja noch nach Hause. Und es ist schon 7:30. Ja, komm. Das wäre schon cool, wenn da was Schönes drin wäre. Oh, ich habe nicht mehr so viele. Nein. Das war's. Jetzt könnte ich ihn nur aufhacken und 5000. Nee, das dauert viel zu lang. Aber auch sonst nichts, mit dem ich da so drauf hacken könnte. Nee, das dauert viel zu lang. Ey, lass das mal. Das letzte Mal, als ich so ein Ding aufgehackt habe, war dann so ein Messerchen drin. Aber ich brauche Holz. Das klingt irgendwie nach einem Mo. Also halte ich schon mal meine Keule parat. Ah, hier ist verschlossen. Gab es hier irgendwo so ein Schlüssel? Ding sehen? Nee, auch nicht. Okay, dann so. Ich will es mit der Zeit nicht übertreiben. Habe ich noch. Oh Mann, es ist 8 und ich habe hier diesen blöden Zombie. Manchmal treffe ich ihn tatsächlich, das ist cool. Oh, da kommen schon mehr. Oh, der ist durchgebackt. Wow. Das ist ja fies und ich muss jetzt zusehen, wie ich hier rauskomme. Auch verschlossen. Dann muss ich nach oben. So ein bisschen Parkour. Hier ein bisschen aufpassen. Nach oben. So, die ist auch fast kaputt. Das geht aber. Ja, das dauert alles noch ziemlich lang. Meine Ausdauer ist ganz schlecht. Ich glaube, ich scrappe mal meine Schaufel. So, damit ich einen Platz mehr habe. Die Blumen. Ja, doch, wobei, ich kann gleich Red Tea machen. Klingt das jetzt schlimmer, als es ist? Ja, eigentlich schon. Oder bist du feral? Bin ein bisschen gebrannt, das Kind. Okay, der war nicht feral. Also kann es eigentlich auch losgehen. Ich nehme mal meine Pfeile wieder mit. Oh, eine Wanderhorde. Ich werde wieder nachts keine Pfeile mehr haben. Liebe Leute, dafür habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit. Ich sehe mal zu, dass ich nach Hause komme. Das ist hier. Ich habe nämlich nicht so viel Puste, dass ich dann nach Hause rennen könnte. Jedenfalls nicht besonders lang. Ihr könnt ja einfach mitkommen. Wir machen das dann kurz vor meinem Zuhause. Okay, nee, mitkommen wollen sie doch nicht. So, unterwegs beim Luftholen noch ein bisschen Sachen einsammeln. Das ist tendenziell. Oh, oh. Prioritäten halt. Das wäre natürlich schon cool, noch so ein Hühnchen mitzunehmen, aber ist schon wieder weg. Und da ist schon wieder ein Zombie. Den lasse ich auch mal links liegen und sehe zu, dass ich, weiß gar nicht, ob ich das mit dem Abgeben noch schaffe. Mal gucken. Zeit ist knapp. Fast so knapp wie Ausdauer, aber es geht eigentlich im Vergleich zu
vorher. Es hat sich gelohnt, als Belohnung das letzte Mal 10 Wasser zu nehmen. Sonst wäre ich, glaube ich, auch längst verdurstet. Oh, null Ausdauer. Da ist die Händlerin. So, es gibt einen Hintereingang, glaube ich. Hier noch kurz reingucken. Das ist vielleicht ein Fehler, aber okay. Oh Mann, ich kann es einfach nicht lassen, in diese ganzen Sachen reinzugucken. Okay, nee, das hat keinen Sinn, weil wenn ich jetzt reingehe, dann werde ich nur irgendwo nach außen transportiert und dann stehe ich irgendwo in der Pampa. Gut, dann muss ich zusehen, dass ich es mit viel zu vollen Taschen nach Hause schaffe. Ich nehme das und lass mal das hier da. Also mein Zuhause ist bereits in Sichtweite. Aber es sind nur Sachen, die ich schon habe. Jetzt habe ich wieder kaum Pfeile für die Nacht. Naja gut, ich habe ein paar Zombies platt gemacht, die in meinem Zuhause wohnen. Ich hatte euch versprochen, ich mache hier eine Leiter hin. Das mache ich auch, aber nicht jetzt. Jetzt sehe ich erstmal zu, nach oben zu kommen. Die Leiter würde ich vielleicht einfach ein bisschen weiter da drüben machen. Dann könnte man unten dran springen. Muss nur aufpassen, dass sie nicht zu weit rauf und nicht zu weit runter geht. Mal schauen. Ups. Vielleicht so direkt an der Hausecke. Ja, das könnte gehen. Such das mal. Also praktisch hier so. Eine, glaube ich, passt noch hin. Angucken, ob noch was fehlt, werde ich dann am nächsten Tag. Ich hoffe, ich mache gerade nicht zu viel Leiter hin. Aber ich glaube, 2 sind immer noch Platz. Das lasse ich hier einfach dran. In den Fall. Ich heute Nacht mal gucken muss, was los ist hier. Seht schon, ich habe ganz schön viel Zeug hier. Brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Das stammt aus der ersten Nacht. Und, oh ja, klar. Schon wieder, da steppt schon wieder der Bär. Was ist hier unten los? Wie viel? Oh, ich habe genau eine Feder noch übrig. Gut, dann sind 22 Pfeile schon wieder das Einzige, was ich habe. Naja, ich leere erstmal meine Taschen aus. Ich würde ja auch gerne mal Licht machen, aber ich habe mir leider nichts ausgesucht mit Licht im Haus. Das ist ein bisschen schade. So, das wird verkauft. Das wird verkauft. Das für später. Das wird verkauft. Tja, Alteisenstiefel ist die Frage. Ist halt schlecht für die Beweglichkeit und ich bin sehr viel lauter. Deswegen weiß ich nicht. Andererseits für später würde ich die vielleicht gerne tragen. Da würde das dann auch reinpassen. Und das hier ist für Tee. Ich habe auch Wasser mitgebracht und meinen Kochtopf und Kaffee. Okay, ich glaube, ich brauche schon fast eine zweite Kiste, aber das kann ich nachher machen. Das wird verkauft. Munition wird erstmal nur gesammelt. Das verkaufe ich auch. Die Sachen verkaufe ich. Plastik habe ich über 100, das ist super. Und Drahtwerkzeug. Ich behalte es mal. Und jetzt versuche ich erstmal rauszufinden, ob ich irgendwas Sinnvolles kochen kann. Kann ich Tee machen? Das wäre mal die erste Frage. Also roter Tee geht schon. Das ist gut. Holz habe ich auch. Ich kann gekochtes Ei machen. Ich kann tatsächlich mit dem Fleisch noch nichts machen, weil ich keinen Grill habe. Einen Grill kann ich auch nicht machen. Also, schade. Kann ich das vielleicht? Ach, dafür brauche ich auch einen Grill. Das heißt, ich kann mit den Kartoffeln eventuell was kochen. So.
Und jetzt ist das Problem nämlich mit dem Kochen. Da würde ich vielleicht mit gefundenem Wasser um die Runde kommen, auch wenn es ewig dauert, das abzukochen. Aber das Hauptproblem ist, dass ich jetzt für viele Gerichte einfach auch noch mal ein Wasser bräuchte und ich habe nur noch vier. Eier roh essen ist so ein bisschen Verschwendung. Koch mal eins. Und dann mache ich noch mal Tee. Und dann habe ich noch ein Wasser in petto. So, das hier muss noch abgekocht werden. Ich habe leider fast gar kein Geld mehr, weil ich es für Essen und Trinken ausgegeben habe. So, das läuft. Dann kann ich noch Pilze anbauen. Hier schon einmal Pilze angebaut. Die wachsen ja auf allem. Das ist völlig egal, ob Metall oder sonst was. Die wachsen noch. Das hier ist eigentlich nur Deko. Hier ist auch nichts mehr drin. Gut, es regnet. Kann ich mein Dach hier so ein bisschen. Also, ich meine, kalt ist es hier zum Glück nicht. Andererseits habe ich natürlich auch noch hier diesen Welpenschutz. Vielleicht würde sich es doch lohnen, so ein bisschen hier das alles wieder aufzubauen. Ich will, also ich werde rumziehen, aber hier werde ich auf jeden Fall schon erstmal bleiben. Was ist denn das? Ein Halfblock wahrscheinlich. Achso, okay. Das ist natürlich eher ungünstig. Vielleicht eher den hier. Formkopie, genau. Und Stellung kopieren, genau. Das heißt, so ungefähr würde das aussehen. Aber das ist natürlich durchlässig, aber es ist nicht besonders stabil. Das kann ich wegklopfen. Ich habe eh Zeit. Nachts rausgehen ist purer Wahnsinn in meinem Zustand. Und da kann ich genauso gut mir hier ein bisschen das Mini-Haus, was ich hier habe, ein bisschen aufhübschen. Hier kommt eine Tür rein. Das da unten mache ich auch noch weg. Und ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Dach mache. Da muss ich mal in das Frame-Menü gucken. Weil brauche ich natürlich was ganz anderes. Okay, ich mache noch mal ein paar von diesen Baublöcken. Also so 20. Und schau mal, womit ich dieses Dach wieder aufbauen könnte. Schräge 60 oben, Rampe, schräge 60. Ach so, ich könnte natürlich einfach gucken, halt. Moment. Hier keinen großen Schritt nach unten, nach vorne machen, weil da ist eine große Lücke. Also hier kommt ganz normal das hin. Da auch. Aber wie ist das mit dem Dach? Also, wenn ich jetzt das hier zum Beispiel gerne hätte, kann ich das nachbauen? Was ist das jetzt? Okay. Dann ist das die Schräge wahrscheinlich. Stellung kopieren und dann müsste man das hier so. So ungefähr wäre das. Das sieht ganz gut aus. Und dann brauche ich den nächsten Block. Keine Ahnung, was das ist. Formkopie. Das ist wirklich großartig, dass man sich da nicht einen Wolf suchen muss. Aber es gibt mittlerweile richtig viele hunderte von Shapes. Da würde das auch ganz schön schwierig werden. Ja, das hören hier. Hier ist einfach wahnsinnig viel los. Aber ich bin ziemlich weit oben. Und auch wenn die Zombies dann unten ans Haus hauen, ist das erstmal nicht so dramatisch. Na?
ist ja hier auch... Ja, ich überlege gerade, habe ich noch einen Punkt zu vergeben? Moment. Ah, halt. Ich brauche nochmal 30 Blöcke. Okay, jetzt machen sie doch tatsächlich ordentlich Schaden. Aber auf Metallhauen, da sieht man sofort 74 Sichtbarkeit, da ist einfach vorbei. Und ich habe halt leider nicht genug... ist denn das dasselbe nochmal? Ich habe leider nicht genug Pfeile, als dass ich sie platt machen könnte. Dann wäre das eine schöne Punktquelle in der Nacht. Ist auch sehr hell. Okay, ich gucke nochmal, ist das hier jetzt ein anderer Block? Ja, tatsächlich. So, mein Dach ist fast repariert. Dann muss ich es nur noch aufwerten. Das gibt dann auch nochmal ordentlich Punkte. Es lohnt sich, dass ich Holz mitgenommen habe. Hier sind noch zwei. Sind ja natürlich auch meine 22 Pfeile noch sinnvoll zum Einsatz bringen. Oh, da hinten ist ja auch noch ein Loch, sehe ich gerade. Aber gut, ist ja auch erst Tag 3. Ah, das ist jetzt wieder ein anderer Block, wieder ein anderer Winkel offensichtlich. Cool, finde ich super. Und natürlich muss jetzt das hier auch noch einfach nur... bei Perfektion. Sehr schön. Eine Seite ist repariert. Moment. Wie viel Holz habe ich noch? 500. Easy. Wo seid ihr denn? Ah, hier ist auch noch alles kaputt. Vielleicht kann ich einen noch mitnehmen. Ja, wenn der jetzt anfängt zu rennen, ist natürlich vorbei. Das war knapp. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, warum das abgebrochen ist. Aber, irgendwie hat es nicht gehalten. Oh mein Gott, Adrenalin. Ich bin fix und alle. Hätte ich mal schön weiter mein Dach ausgebaut. Okay, es ist nichts passiert. Ich habe mir nichts gebrochen. Und ich habe ein bisschen was abgekriegt, aber ich bin wieder hochgekommen. Das war echt gut. Zum Glück hatte ich passende Blöcke. So, das bezahlst du jetzt aber. Mit meinen letzten Pfeilen kriege ich euch noch dran. Ah, das war schon. Sehr schön. Wow. Ich baue mal lieber mein Häuschen aus. Haha. Okay. So. Das war jetzt nochmal aufregend zum Abschluss. Aber ich glaube, ja, für diese Folge reicht das. War doch ein schönes Ende. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal für weitere Videos. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.